Autsch. Das hat wehgetan. Willkommen zu Let's Test Nummer 2. Und in diesem Part tun wir den Offline-Modus von Super Mario Maker Let's Testen. Im ersten Part von dieser Serie haben wir das alte Mario Kart 8 für die Nintendo Wii U ein Let's Test gemacht und jetzt ist Mario Maker dran. In dieser Let's Test werden wir zuerst mal den Baumodus ausprobieren. Das heißt ausprobieren, wir werden ihn einfach kurz mal mit einbinden. Und zwar genau in dieser Länge werden wir ein Level bauen. Die Mitteilungen interessieren uns jetzt nicht. So, aber zuerst mal tun wir das hier alles mal wegsprengen. Okay, ich hätte gern... Ja, ich hätte jetzt wirklich gern Geisterhaus im New Super Mario Bros. U Thema. Also das hier ist jetzt vielleicht nicht sehr interessant für euch, aber... Ich finde, es gehört sich halt auch damit in so ein Video rein, wenn es schon zu diesem Spiel gehört. Das ist ja eigentlich der wichtigste Teil dieses Spiels. So, und, oder nein, das machen wir anders. Wir machen einen Pilz mit einer Feuerblume kombiniert. Okay. Dann machen wir hier einfach so eine Plattform hin. Okay, da machen wir zwei solche Geisterkreise, nehme ich mal an. Das machen wir sowas. Okay, und dann hätte ich gern ein paar so Notenblöcke. So eine Plattform wäre vielleicht mal interessant. Nein, nicht so weit. Es passiert mir auch, dass ich diese Plattform so weit mache. Aber ich finde, mal schauen, kommt man hier überhaupt hoch? Lange nicht. Okay, wir machen das bis dann ein bisschen anders. Ja, ich möchte dich vergrößern. So machen wir es. Dass man hier hoch muss. Oder auch nicht. Normalerweise schaffe ich das aber nicht mit dem Gamepad, das ich jetzt gerade benutze. Okay. Tue jetzt mal hier oben hin und gebe ihm ein paar Münzen rein. Ja, ich habe jetzt halt einfach irgendein Zeug schnell zusammengebaut. Aber was wir am Ende natürlich noch mit reinhauen ist, um es ein bisschen aufregender zu machen, einen Bowser auf Notenblöcken. Okay, dann... Ich hätte jetzt wirklich gern eine Erhöhe hier. Nein. Das passiert mir immer. Ich tue die immer unabsichtlich klonen. Und hier machen wir vielleicht noch so einen, irgend so einen Hintergrund. Mal so einen anderen. Der hier passt da gut, nehme ich mal an. So. Okay, und hier kommen... Sagen wir mal so, mal ein paar Bomben raus. Tue jetzt halt einfach noch ein paar Gegner platzieren. Also ich baue jetzt nichts Großartiges oder so. Diese Knochentocken hier bekommen mal Flügel. Weil ich finde, ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich eine Stunde lang gebaut habe. Das war einfach zu lang. Deswegen baue ich hier einfach für circa 10 Minuten irgendeinen Short. Und hier noch eine kleine Schwierigkeit rein. Was können wir noch hier rein tun? Einen wütenden Wiggler, genau. Das machen wir. Okay, so machen wir es dann und... Ach, auch wenn es nicht wirklich reinpasst, tun wir einfach mal eine Pilzplattform hierher. Okay, das müsste es soweit sein.
dann speichern wir dieses Level mal schnell ab. Ich habe auch viele andere Level hier bereits hochgeladen. Die werde ich euch... Die kann ich mal in einem Livestream spielen, theoretisch. Sogar Santa Hattie 44 hat mal ein Level gebaut. Okay. Das nennen wir jetzt schön Quatsch. Okay. Nein, nicht zurück. Auch das nicht. Ich möchte zum Speicherboot. Oder Boot. Oder wie auch immer. Das ist auch eins der Wörter, die ich nicht kenne. Also. Und jetzt werden wir dieses Level hier mal schnell testen. Es wird bestimmt jetzt nichts wirklich Schwieriges sein. Aber dennoch. So dumm. Ich habe vergessen zu springen, wenn ich die nehmen will. Okay. Hölz. Das war zu schnell. Okay, jetzt spielen wir mal vernünftig hier. Ich habe schon wieder vergessen zu springen. Ich bin auch so intelligent. Mhm. Ja, ich weiß, dieses Level ist eigentlich ganz einfach, aber ich bin einfach zu dumm. Na gut, ich bin zu hektisch und zu schnell. Das ist das Problem. Ja, wir haben es mal geschafft, ohne einen Treffer zu kassieren. Irgendwie habe ich das geschafft, ohne einen Treffer hier zu kassieren. Okay, ich lade das jetzt hoch, aber ich nenne es natürlich um. Benenne es natürlich um. Also ich sage jetzt einfach... Irgendein Geisterhaus. Irgendein Geisterfahrer. Okay, hier ist die Idee, falls ihr das Level spielen wollt. Aber das, sagen wir es mal so, das bezweifle ich, dass das sehr viele werden wollen, falls so toll ist dieses Level nicht. War jetzt einfach mal ein Experiment. Ich will einfach mal schauen, ob dieses Level irgendwelche Sterne bekommt. Okay. Nun zum nächsten. Ich möchte jetzt auch noch eine 10 Mario-Herausforderung einbauen. So. Okay, in dieser 10 Mario-Herausforderung, ich meine... Viel muss ich da eh nicht erklären, die meisten kennen es eh. Ich habe 8 Level, die von Nintendo erstellt wurden. Und die muss ich halt schlagen. Und darf dabei nicht Game Over gehen. Und wenn ich Game Over gehe, muss ich von vorne anfangen. Okay, in diesem Level weiß ich, dass ich nicht gut war. Thank you.
Ja, wie kann man da nicht gut drin sein? Das war einfach. Aha, alles klar. Also ich denke, ich werde hier einfach zwei 10-mal-Herausforderungen spielen. Und dann schauen wir einfach mal, wie viel Zeit da noch ist. Oder schauen wir einfach mal, vielleicht finden wir noch irgendeinen anderen Modus, den wir, boah, zeigen können. Also das ist echt hart. Aber trotzdem ist es eigentlich ganz einfach hier, wenn man muss halt aufpassen, nicht von dem Koopa sich treffen lassen und dann draufspringen. Das ist eigentlich auch nicht schwierig. Es gibt ein, zwei Le Level hier drin, die mir wirklich Probleme bereiten. Und ich hoffe mal, dass ich nicht auf diese stoßen werde. Eins Luftgalier Remix. Ich weiß, dass mir dieses Level auch ein paar Probleme bereitet hat. Aber trotzdem, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Und wir haben es sogar hier reingeschafft, ohne einen Treffer zu kassieren. Der Bosskampf. Ich weiß, ich könnte jetzt eigentlich direkt in die Höhe gehen, aber ich mag jetzt gegen den kämpfen hier. Ich mag ihn auch wirklich besiegen, weil sonst ist es ja kein richtiger Boss. War ja trotzdem kein Problem. Level beendet. Auch ohne irgendwelche Probleme. Ich frage mich, haben wir überhaupt schon ein Power-Up verloren? Nicht, dass ich wüsste. Oh, Feuerbar hier in Parcours. Boah, das ist schon ein bisschen schwieriger, denke ich. Okay, dem konnte ich nicht mehr ausweichen. Ah, schade. Erster Tod in der 10-mal-Herausforderung. Hilfe. Boah, das war schon wieder extremst knapp. Das hier war auch nicht wirklich eine Herausforderung. Bloß vorhin war ich irgendwie zu dumm und hab's nicht geschafft, da auf den Knochen da hocken zu springen. Ja, keine Ahnung, was da los war. Springe, das nächste Level. Oh nein, ich hasse sowas. Weil diese Trampoline immer genau in dem Moment dann versagen, wo ich gerade den wichtigen Sprung mache. Das kenne ich zu gut. Aber jetzt sind wir zum Glück leider davon verschont. Leider? Bin ich bescheuert? Zum Glück sind wir jetzt davon verschont geblieben. Zum Glück leider. Allein das macht schon keinen Sinn. Und schon wieder ein Trampolin-Level. Oh nö. Ich kann mich erinnern, dass ich das ja gehasst habe. Okay, aber ich glaube, ich war damals zu dumm dafür. Weil normalerweise müsste ja auch das hier gehen. Ich bin in diesem Level fast, ist mir fast die Zeit ausgegangen. Ja, und jetzt frage ich mich,
Was habe ich da damals für ein Zeug gemacht? Ich weiß es, ich habe nicht gecheckt, dass dieses Trampolin, was da in dem Loch steht, da bleiben soll. Ich habe das rausgeholt und einfach irgendwo anders hingestellt und für ungefähr 3 Minuten rumgepuzzelt. Wie schlau, oder? Okay, der Remix 2.5 Kettenhunde. Boah. Das war schon sehr riskant jetzt. Weil ich verdau Kettenhunden gar nicht. Ich komme nicht mehr raus hier. Okay, dieses Superblatt von Super Mario Bros. 3. Das ist das einzige Power-Up, mit dem ich irgendwie nicht umgehen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit nach oben fliegen kann. Okay, dieser Sprung ist wirklich misslungen. Okay, aber wenn wir das Level schaffen, dann haben wir bestimmt schon wieder 10 Leben. Okay, jetzt haben wir auch dieses Item hier. Wie gewollt. Auch wenn ich damit immer noch nicht umgehen kann. Was ist denn hier passiert? Hey, was ist denn hier oben? Das war eine gute Idee, was zu verstecken. Okay. Keine Ahnung, was das hier bringen soll, aber... Was? So viel gleich. Hilfe. Ich hatte es echt überrascht, dass wie ich diesen roten Cooper so getroffen habe, dass der gleich alles zerstört hat. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Weil ich muss sagen, von all diesen 4 Stilen ist der Super Mario Bros. 3 wahrscheinlich mein letzter Platz. Deswegen, dementsprechend kenne ich mich auch am wenigsten damit aus. Ich muss echt sagen, ich hasse dieses Lied hier. Oder diese Musik, besser gesagt, weil singt ja keiner. Ich hoffe, dass wir hier schnell jetzt durchkommen. Okay, wir brauchen... Wieso Bowser? Laufen wir einfach darüber, ist doch egal. Wow, schwer. Okay, wir haben diese 10 Mal Herausforderung hinter uns. Und haben wir Peach gefunden? Nein, haben wir nicht. Mama, Prinzessin Peach wurde in eine andere Festung gebracht. Weißt du was, Toad? Peach kann mich gern haben. Okay, wir machen noch eine 10-mal Herausforderung und dann. Ist dieses letzte Test auch schon wieder rum? Ich habe jetzt überlegt, ob ich nicht diese offiziellen Baumeister noch spielen soll, aber das würde erstens zu lange dauern und zweitens kann ich das doch in meine Livestreams einbauen. Oder ich mache einfach mal nur einen Livestream dazu. Das war total einfach schon wieder. Na gut, jetzt habe ich langsam aber sicher schon ein bisschen Erfahrung mit diesen offiziellen Baumeister-Leveln. Nicht offiziellen Baumeister-Leveln, mit diesen 10 Mario Herausforderungen-Leveln. Ich bin hier schon mal an einem Level Game Over gegangen, obwohl ich zuvor... ...noch 10 Leben hatte.
Das war so, ist doch irgendwie auch so klar, dass hier der letzte Block diesen Stern hat. Was soll es auch anders sein? Ich habe dieses Level irgendwie schon 5-mal gespielt und da... Irgendwann kann man sich solche Dinge halt auch merken. Also 1, 2, Remix der Unterwelt. Bestimmt im klassischen, ja. Aber das war garantiert nicht so, dass man der Goomba wurde in dem originellen. Das war eine reine Dummheit. Ich wollte nur wirklich irgendwie Speedrun oder so machen und dann kommt sowas. Das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Ich höre mal das hin, was... Ah, ich glaube, ich habe die anderen Blöcke gerade schon ausprobiert, aber ich war mir jetzt nicht mehr sicher, was dahin war. Komm jetzt. So, jetzt rein mit dir. Okay, wir haben es trotzdem relativ einfach geschafft, aber wir haben leider keinen One-Up ergattern können, um circa auf 10 zu kommen. Naja. Solange wir jetzt nicht eins dieser zwei Hass-Level bekommen, wird das hier trotzdem sehr, sehr einfach und schnell gehen. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Level sagt mir nichts. Ja, aber hier kriegen wir gefühlt 10.000 ab. Und, naja, ich finde es ein bisschen blöd, dass man nur höchstens 3 abbekommen kann. Das finde ich ein bisschen blöd. Das ruiniert ein bisschen die Bedeutung von diesen One-Ups, wie ich finde. Oh nö, ich hasse dieses Level Beinhaus. Ja, genau das passiert mir da immer. In diesem Level sterbe ich so oft immer. Ich finde, dieses Level ist wirklich... Das kann man nicht schlechter bauen. Was soll das sein? Mir ist klar, ich hätte jetzt irgendwie da warten sollen. Ja, trotzdem, wir haben es relativ schnell geschafft und haben sogar unser One-Up zurückbekommen. Beinhaus haben wir jetzt auch hinter uns, das ist schön. So, wir haben noch 3 Level übrig und die gehen hoffentlich zügiger. Hüpfende Trampoline, das hatten wir gerade erst. Bisschen blöd, dass sich das jetzt wiederholt. Naja, aber egal, wir können daran jetzt auch nichts ändern. Wir können ja auch leider nicht skippen hier. Das finde ich ein bisschen blöd, weil man kann es ja... Der Online 100-mal Herausforderung kann man ja überspringen, aber wieso kann man das hier nicht? Ja, wahrscheinlich, weil Nintendo weiß, dass es solche Troll-Level geben wird und die sie selbst angeblich nicht wirklich gemacht haben. Und wenn man hier ein One-Up ergattern will, ist der reiner Zufall. Level beendet und weiter. So, noch 2 Level und dann sind wir durch mit diesem zweiten Let's Test. Und jetzt, was ich eigentlich noch sagen wollte zu diesem Spiel. Wie gesagt, ach nicht schon wieder, das haben wir schon gemacht. Wir tun diese Spiele jetzt nur den Offline-Modus testen, aber ich werde... in 2-3 Wochen oder so eine Online-Let's Play starten.
von diesem Spiel. Sie wird nur sehr unregelmäßig kommen, weil das Spiel ist ja nicht mehr das Neueste. Aber ich finde, dass... Nein, dass ich dieses Spiel sowas schon verdient hätte. Wieso habe ich jetzt auf einmal so viele Probleme mit diesem Level? Keine Ahnung. Okay, wir haben unser Blatt und jetzt können wir weiter. Okay, das nehmen wir jetzt mal mit für den nächsten Chain Jump. Für den hier. Haha. Also ob Mario versteckt sich einfach hinter so einem Pfosten, der eigentlich gar nichts mehr zu bedeuten für ihn hat. Kreissägenharz. Kenne ich das? Oh, ich glaube, dass dieses Level ganz relativ schwierig war, oder? Na gut, es ist schon ewig her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Mann, okay, ich habe nicht aufgepasst. Komm schneller. Au, ich wäre jetzt fast da in die Lava gefallen. Das war knapp, ich wäre jetzt fast in die Säge rein. Ja, das ist gut, dass wir ein Item hier bekommen. Ich möchte mir jetzt eigentlich den Weg frei machen. Boah. Wie viele Treffer kannst du jetzt eigentlich noch hinnehmen? Gut, wir haben ihn besiegt. Und dann ist meine Feuerblume weg. Also, wie gesagt, ich werde in den nächsten 2 Wochen ein Online-LP starten. Und da könnt ihr mir auch gern eure Level schicken, dass ich sie spiele. Und Livestreams wird es hiervon auch geben. Und wieder keine Peach. Naja. Dann soll Peach bleiben, wo sie ist. Also dann danke fürs Zuschauen von diesem zweiten Let's Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Es würde wirklich sehr weiterhelfen. Würde mir auch sehr, sehr, sehr viel bedeuten. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis bald.